Rund um das Thema Einkommensteuer gibt es eine ganze Reihe an Irrtümern und Mythen. Und die 5 häufigsten Mythen, die mir regelmäßig begegnen, möchte ich in diesem Video einmal erläutern. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und während ich mit unseren Mandanten spreche oder aber auch in den Diskussionen unter unseren Videos in den Kommentaren, begegnen mir immer wieder bestimmte Behauptungen und Einschätzungen, die so gar nicht stimmen. Und deswegen dachte ich mir, ich fasse die alle mal zusammen in einem Video und erläutere die 5 häufigsten Irrtümer zur Einkommensteuererklärung. Der erste Irrtum bezieht sich auf die Einkommensteuervorauszahlungen. Du musst als Selbstständiger quartalsweise Einkommensteuervorauszahlungen leisten und viele Leute denken immer, das müssen sie bezahlen, bis dann irgendwann Steuerbescheid bekommt und mit diesem Steuerbescheid gibt es dann neue Vorauszahlungen. Das Ganze kann aus 2 unterschiedlichen Gründen ziemlich gefährlich werden. Und zwar entweder hast du mit dem letzten Steuerbescheid sehr, sehr wenig verdient und dann sind deine aktuellen Vorauszahlungen ziemlich niedrig. Und selbst wenn du sehr, sehr viel verdienst, dann weißt du nicht so wirklich genau, wie viel du eigentlich zahlen müsstest. Du weißt aber, du zahlst eigentlich viel zu wenig. Auf der anderen Seite kann es ja sein, dass du vorletztes Jahr absolut richtig viel verdient hast und jetzt werden die Vorauszahlungen richtig hoch angesetzt, aber jetzt ist das große Projekt, was du damals hattest, schon lange ausgelaufen und jetzt verdienst du wieder normal oder weniger, musst aber die ganze Zeit quartalsweise noch die unglaublich hohen Vorauszahlungen leisten. Und an dieser Stelle nur ein dringender Hinweis, du kannst das Ganze auch ziemlich einfach anpassen lassen. Das heißt, du kannst jederzeit mitten im Jahr auch einfach deine Einkommensteuervorauszahlungen anpassen lassen. Da reicht in der Regel eine einfache E-Mail an das Finanzamt, wo du einmal kurz erläuterst, dass du davon ausgehst, dass du dieses Jahr mehr oder aber weniger verdienst und dann passt das Finanzamt die Vorauszahlungen einfach an. Wenn du beispielsweise insgesamt davon ausgehst, dass du wahrscheinlich ungefähr 15.000 Euro Steuern pro Jahr zahlen müsstest, aber jetzt schon 5.000 pro Quartal gezahlt hast und du bist im dritten Quartal, dann hast du ja schon die 15.000 Euro gezahlt. Da reicht eine einfache E-Mail an das Finanzamt, wo du denen mitteilst, dass du davon ausgehst, so und so viel zu verdienen und das führt dann zu dieser Steuerschuld und dann streichen sie in der Regel einfach die Vorauszahlung fürs vierte Quartal. Das ist sehr, sehr, sehr einfach machbar und tatsächlich auch in beide Richtungen. Und das Ganze geht auch noch nachträglich. Das heißt, wenn du in diesem Jahr weißt, dass du im letzten Jahr super gut verdient hast und du dich ruhiger fühlst, wenn du lieber die Steuern schon mal gezahlt hast, bevor irgendwas anderes passiert mit dem Geld oder du Gefahr läufst, es einfach irgendwie auszugeben, dann kannst du auch einfach nochmal nachträglich eine Zahlung leisten für die Einkommensteuer für letztes Jahr. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da ist der Mindestbetrag, den du zahlen solltest, allerdings 5.000 Euro. Sonst lohnt sich das fürs Finanzamt nicht. Den zweiten Irrtum, den höre ich regelmäßig von Angestellten oder auch von Kapitalanlegern. Und zwar klingt das dann häufig so. Einkommensteuer? Nee, das zahlen ja nur Selbstständige. Ich zahle Lohnsteuer. In meinen Gehaltsabrechnungen habe ich immer nur Lohnsteuerabzüge. Da steht nichts von Einkommensteuer. Kapitalanleger sagen dann relativ häufig, nee, die Bank behält keine Einkommensteuer ein. Das ist Kapitalertragssteuer. Hier an dieser Stelle einmal für all diese Leute, das ist alles das Gleiche. Kapitalertragssteuer, Lohnsteuer, Einkommensteuer steht alles im Einkommensteuergesetz und das sind nur bestimmte Erhebungsformen für diese Einkommensteuer. Besonders relevant ist das für Selbstständige, die nebenberuflich selbstständig sind und ein Angestelltenverhältnis haben. Oder halt andersrum, hauptberuflich selbstständig sind und nebenberuflich noch ein Anstellungsverhältnis haben. Die zahlen ja beides. Die zahlen sowohl quartalsweise ihre Einkommensteuer voraus, als auch ihre Lohnsteuerabzüge. Das fließt aber alles gemeinsam in deine Einkommensteuererklärung und fließt dann auch alles gemeinsam in deinen Einkommensteuerbescheid und entscheidet dann darüber, wie viel du zu zahlen hast. Das heißt, es ist eine Kalkulation. Da gibt es nicht separate Rechnungen. Wenn du wissen möchtest, wie die genaue Kalkulation und Berechnungsmethodik der Einkommensteuer funktioniert, dann schau unbedingt bei dem Video einmal vorbei. Da bin ich nämlich schon mal vertieft auf das Thema eingegangen. Ein dritten Irrtum, der tatsächlich auch relativ gefährlich werden kann, ist, nee, ich muss ja keine Einkommensteuererklärung abgeben, ich verdiene ja noch gar nicht so viel. Du hast als Selbstständiger grundsätzlich immer die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Das kannst du dir eigentlich schon mal merken und ehrlicherweise solltest du es auch tun, es ist zu deinem Wohl. Nur weil du wenig verdienst, kannst du nicht sagen, ich muss das nicht machen. Es gibt unter relativ hohen Anforderungen schon die Möglichkeit, sich von der Abgabepflicht der Einkommensteuererklärung zu befreien. Du kannst dir aber merken, du als Selbstständiger, du solltest immer eine Einkommensteuererklärung
Steuererklärung abgeben, außer du lässt dir das vom Finanzamt tatsächlich irgendwie bestätigen, was allerdings in der Regel mehr Arbeit ist, als die Einkommensteuererklärung zu machen. Deswegen hier ein wichtiger Hinweis für all die Leute, die immer sagen, dass sie keine Steuererklärung abgeben müssen, weil so viel verdienen sie nicht. Geht leider nicht. Du musst trotzdem die Einkommensteuererklärung abgeben. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist jedoch, nur weil du eine Einkommensteuererklärung abgeben musst, heißt das noch lange nicht, dass du dann tatsächlich auch Einkommensteuer zahlen musst. Die Pflicht, die Erklärung abzugeben und die Pflicht tatsächlich auch zu zahlen, sind zwei unterschiedliche Dinge. In Deutschland gibt es nämlich einen Grundfreibetrag, der liegt aktuell, also im Jahr 2022, bei 10.347 Euro. Das heißt, bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 10.347 Euro musst du auch keine Einkommensteuer zahlen. Wichtiger Punkt dabei ist allerdings, das musst du halt irgendwie auch nachweisen können, dass du da drunter bist. Und nachweisen und berechnen tust du das halt in der Regel mit der Einkommensteuererklärung. Das heißt, du musst auch dann eine Einkommensteuererklärung machen und eine Berechnung haben, um überhaupt zu sehen, ob du drüber oder drunter bist. Übrigens gilt Ähnliches auch für die Gewerbesteuer oder die Umsatzsteuer. Das heißt, du musst beispielsweise auch trotzdem, wenn du Kleinunternehmer bist, eine Umsatzsteuererklärung machen. Auch das wissen viele nicht. Wichtiger Hinweis deswegen an dieser Stelle, Erklärung machen und tatsächlich zu bezahlen sind zwei Paar Schuhe und müssen immer getrennt betrachtet werden. Einen vierten Irrtum diskutiere ich relativ häufig mit unseren Mandanten. Und da gibt es häufig, ich würde mal sagen, unterschiedliche Meinungen, wohin die Einkommensteuer denn gehört. Es gibt grundsätzlich betriebliche und private Steuern. Betriebliche Steuern sind zum Beispiel die Gewerbesteuer. Ist auch relativ logisch, weil die Gewerbesteuer heißt ja sogar so, da zahlst du die Steuer nur auf die Ergebnisse, also den Gewinn, aus Gewerbebetrieb. Wenn du beispielsweise ein Firmen-Kfz hast, dann ist natürlich auch die Kfz-Steuer eine Steuer, die durch dein unternehmerisches Tun quasi entsteht. Die Einkommensteuer allerdings ist eine private Steuer, weil die Einkommensteuer zahlst du ja nicht nur auf deine Selbstständigkeit, also auf die Gewinne aus Selbstständigkeit, sondern aus all deinen Einkünften, also auch Angestelltenverhältnis, Geldanlage und so weiter. Das heißt, die Einkommensteuer ist eine private Steuer. Übrigens auch der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Das Ganze führt dann natürlich dazu, dass du diese Einkommensteuer nicht als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung absetzen darfst. Das ist wirklich einfach eine Privatangelegenheit. Steuern zu bezahlen, zumindest die Einkommensteuer, ist Privatvergnügen. Der fünfte Irrtum bezieht sich auf das ganze Thema Freiberuflichkeit versus Gewerbetreibende. Ganz viele Gründer und auch Selbstständige, die ein laufendes Unternehmen haben, wollen unbedingt irgendwie als Freiberufler eingestuft werden, weil die Annahme herrscht, dass die ja viel weniger Steuern bezahlen. Weil Gewerbetreibende zahlen Gewerbesteuer und Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, die zahlen eine komplette Steuer extra, die müssen ja viel mehr Steuern bezahlen. Das Ganze stimmt in der Praxis aber nicht so wirklich. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil du als Gewerbetreibender die Zahlungen für die Gewerbesteuer in deine Einkommensteuererklärung anrechnen kannst. Ganz plakatives, simples Beispiel. Wenn ein Freiberufler 50.000 Euro Einkommensteuer zahlt, zahlt ein Gewerbetreibender erstmal 25.000 Euro Gewerbesteuer, kann die dann anrechnen und zahlt unterm Strich nur 25.000 Euro Einkommensteuer. Unterm Strich also genau gleich viel wie der Freiberufler. Das heißt, finanziell ist der Unterschied gar nicht so groß. Es gibt dazu schon ein paar Ausnahmen, aber ich blende dir mal eine Grafik ein, also eine Darstellung, wo du genau siehst, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden. Da gibt es kleine Unterschiede, je nachdem, wo du deine Selbstständigkeit registriert hast. Denn die Höhe der Gewerbesteuer ist abhängig von der Gemeinde, in der du deine Selbstständigkeit hast. Und in absoluten Ballungsräumen, also da, wo der Hebesatz relativ hoch ist, da kannst du tatsächlich nicht 100% der Gewerbesteuer anrechnen. In eher strukturschwachen oder besser gesagt in Gemeinden, in denen der Hebesatz nicht ganz so hoch ist, da kannst du tatsächlich 100% deiner Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen, was dazu führt, dass du nicht wirklich mehr bezahlst. Ich habe zu dem ganzen Thema Gewerbesteuer und Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer schon mal ein Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch oben rechts. Schau dir unbedingt dieses Video an, wenn du da noch so ein bisschen Unterstützung brauchst. Ich möchte dir nämlich einmal ganz kurz skizzieren, was passieren kann, wenn du sehr, sehr kreativ ist in der Beschreibung deiner Tätigkeit, um auf Teufel komm raus irgendwie Freiberufler zu sein. Wenn dann nämlich rauskommt, beispielsweise nach 10 Jahren in einer Betriebsprüfung, findet das Finanzamt raus, dass du eigentlich die ganze Zeit ja Gewerbetreibender warst und ja ein bisschen zu kreativ warst bei der Gestaltung, ob du Freiberufler bist. Dann musst du nämlich nach 10 Jahren für 10 Jahre rückwirkend die Gewerbesteuer zahlen. Das heißt, das wird richtig teuer. Das Problem ist,
dann kannst du diese Gewerbesteuerzahlung halt nicht mehr rückwirkend anrechnen auf die Einkommensteuer, weil die Einkommensteuerbescheide, die sind ja alle schon zu und geschlossen. Das heißt, diese Bescheide hast du ja schon. Das heißt, dann kannst du rückwirkend, also zum Beispiel 8 Jahre zurück, nicht mehr die Gewerbesteuer anrechnen in deiner Einkommensteuererklärung. Das wird wirklich teuer. Deswegen kann ich dir nur dringend empfehlen, werde nicht zu kreativ, beuge die Grenze nicht zu sehr. Und wenn du so einen Mischberuf hast, dann kann ich dir nur dringend empfehlen, dann stuf dich lieber als Gewerbetreibender ein. Das ist definitiv die finanziell bessere Entscheidung. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und vielleicht war ja der ein oder andere Punkt dabei, den du so auch noch nicht wusstest. Wenn du dazu noch Fragen hast oder andere Thesen hast, von denen du glaubst, dass sie vielleicht nicht so ganz stimmen können, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video und ich schaue mir das gerne an und versuche dir weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, all das sind Themen, die eigentlich ein Steuerberater für mich im Blick haben sollte, ich habe selbst da gar keine Lust drauf, ich beschäftige mich lieber mit meinen Produkten, meinen Kunden und was auch immer, dann such dir doch so einen Steuerberater. Wir sind so ein Steuerberater. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Alle Details zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal angucken. Wir haben da so einige parat, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.